Es ist wieder mal Zeit für einen kleinen Brettspielboxenstopp. 9 Spiele habe ich gespielt und ob mir die alle gefallen haben, das seht ihr jetzt. Ja, willkommen zurück bei uns auf dem Kanal zu einem weiteren Pitstop. Ja, wir haben gespielt einiges, ganze 9 Spiele, auch ein bisschen mehr, aber ein paar Spiele haben wir schon so oft darüber berichtet, die müssen wir jetzt im Moment nicht nochmal erwähnen, weil dazu dann vielleicht noch ein separates Review kommt, zum Beispiel von Decent oder so. Aber wir haben viel Neues gezockt, viel Altes gezockt und beginnen möchte ich mit einer wirklich tollen Neuheit, die ja sozusagen als Kinder-Gateway-Spiel ins Dungeon-Crawler-Universum sozusagen führt. Ja, die Rede ist hier von Die Chroniken von Ave. Kam bei Asmodee jetzt vor kurzem raus, hat mich vom Artwork gecatcht, Material gesehen, ein Traum und ich kann sagen, es macht meinen Kindern wirklich super, super Spaß. So, mit was fangen wir an? Ich probiere hier das kurz durchzuziehen. Ihr seht ja, hier haben wir so ein schönes Tableau. Da stehen alles mögliche für Namen drauf. Ist auch doppelseitig. Das legen wir am Anfang hier rein. Nehmen uns hier unsere Charakterkarte und einen schwarzen und einen grünen Würfel und erwürfeln uns unseren Namen. Haben die Kinder schon mal super Spaß dran und überlegen nicht Stunden, wie sie denn in diesem Abenteuer heißen wollen. So, so viel dazu. Das ist aber noch lang nicht alles. Wir haben hier eine schöne Übersicht, wo wir verschiedene Schwierigkeitsgrade aufbauen können. Ich habe jetzt schon, ich glaube, 3-4 Mal gespielt. Wir hatten am Anfang mal die normale mit den Kindern und in der Erwachsenenrunde dann auch mal eine schwere Variante. Dazu aber dann am Ende mehr. Regelheft ist überschaubar und die Regeln sind eigentlich soweit klar strukturiert. Wo fange ich an? Genau, das Allerbeste ist hier, haben wir hier unsere tollen Helden. Der ist immer abwechselnd, Männlein, Weiblein. Und da nimmt man sich ein und da können die Kinder, während die Eltern oder der Papa in dem Fall, in den meisten Fällen wahrscheinlich am Spiel vorbereiten ist, schon ihren Charakter schön ausmalen und anmalen, wie sie es gern hätten. Finde ich eine super Sache. Dann geht es weiter zu dem wahrscheinlich, ich bin ja ein großer Fan von Double Layer Boards. Und da haben wir hier heute mal eine ganz andere Art. Ihr seht schon, meine Kinder haben hier schon ein bisschen gemalt. Mehr schlecht als recht. Das sage ich jetzt aber nur hier. Wir haben hier so einen Aufbau. Und den kann man dann einfach drüberlegen. Hier kommen die schönen holzdicken Holzherzchen rein. Hier kann man sein Wappen reinmalen und den Namen eintragen. Was ich richtig toll finde, ist, wir haben nämlich hier, wo habe ich sie denn jetzt? Hier drüben ist es also wirklich viel Material drin. Sehr viel. Tolle Customs-Würfel, den Endboss. Hier sind auch die Herzen, die Charaktere, die Burgmauern, die wir brauchen. Und da haben wir jetzt hier Geld. Geld und hier haben wir einen Beutel mit ganz viel Loot. Da ziehe ich jetzt einfach mal was raus. Beispielhaft hier ein bisschen zu zeigen. Und zwar haben, das finde ich ganz einfach super geil gelöst, wir haben hier einen Rucksack. In den Rucksack können wir so viel reinpacken, wie wir wollen, es muss nur reinpassen. Zum Beispiel, es darf einfach nichts überstehen. Also es ist ein bisschen auch noch ein Puzzlemechanismus, auch für die Kinder, um da, auch das Geld muss hier rein, es darf nichts überstehen, sonst kann alles rein. Und das ganz Tolle ist, wir können unsere Waffen hier einfach hier hinlegen. Oder unseren Helm hier hinlegen. Der ist doppelseitig, den kann man noch upgraden oder sozusagen magisch machen. Und es gibt auch noch Schilde. Und das habe ich natürlich keine rausgezogen. Es gibt noch eine Mini-Erweiterung, Adventure Kit heißt das Ganze. Da kriegen wir noch Schuhe dazu. Die habe ich jetzt gar nicht im Beutel drin. Die sind wahrscheinlich noch nicht einsortiert. Ja, ah, das hier, das Beutelchen. Das Adventure Kit, nee, das ist das... Auch nicht. Ah, hier. Da gibt es dann noch Schuhe dazu. Die könnt ihr hier sehen. Und noch neue Gegner. Und ganz wichtig, Haustiere. Ja. Wer will denn schon ins Abenteuer ziehen ohne einen Begleiter? Ich glaube, Wolf, Bäre und Adler ist es in dem Fall hier. Und so kann man sich dann nach und nach ausrüsten. Und dann durch die Gegend ziehen und die Stadt beschützen. Das Ganze funktioniert so. Wir haben so hier schöne Hexfelder.
Der Startbereich ist aufgedeckt, alles andere ist verdeckt und muss erkundet werden. Auf den Feldern können dann hier Monster oder spawnen hier Monster. Dann gibt es Aktionsfelder, wo wir uns Geld tauschen können, alles mögliche. Burgmauern bauen, der Wunschbrunnen, von den Kindern geliebt. Man wirft eine Münze in den Brunnen und würfelt und bekommt dann vielleicht was Gutes raus. Waffen, Upgrades oder einfach wieder Geld. Ja, und dann hier, das ist unser Startfeld. Hier müssen wir einfach ein klassisches Tower Defense Spiel. Hier in unsere Stadt dürfen einfach keine Monster. Im Prinzip haben wir hier am Anfang diese Leiste, die ist so unten an dem ganzen Hexfeld dran. Hier haben wir so, sozusagen, je nach Spielanzahl fangen wir früher oder später an, haben wir verschiedene Runden Zeit, uns im Prinzip auf den großen Angriff des Bösen vorzubereiten. Indem wir hier in unsere Stadt Mauern bauen. Wir können auch Fallen auslegen, um die Monster abzufangen. Und wir können auch so Mondsiegel bauen, damit nicht so viele Monster nachspawnen, weil dann kann so ein Spawnfeld einfach blockiert werden mit so einem Mondfeld. Ja, und so reisen wir über die Karte, erleben kleine Abenteuer, haben immer zwei Aktionen, wenn wir dran sind. Laufen wir eine Aktion von einem Hexfeld auf das nächste. Oder kämpfen auf demselben Feld gegen ein Monster. Das passiert über drei Würfelkampfrunden. Eben, ihr seht schon bei der Ausrüstung, habt das wahrscheinlich schon hier gesehen. Was haben wir denn zum Beispiel hier noch? Wir nehmen eine abgegradete. Wenn wir das Schwert ist upgraden, haben wir zum Beispiel, wir haben basismäßig immer zwei grüne Würfel. Wenn wir mit dem Schwert hier noch kämpfen, kriegen wir noch einen gelben dazu. Mit dem Helm können wir einen beliebigen grünen Würfel neu würfeln. Und gegen dunkelgrüne Monster haben wir immer automatisch schon ein Schild gewürfelt. Wenn wir das jetzt upgraden würden, hätten wir hier noch, noch einen blauen Würfel mehr zum Kämpfen und könnten gegen grüne Monster zwei grüne rerollen. Ja, und so probiert man sich halt hier schön auszurüsten, um dann gegen die Monster Bestand zu haben. Die Monster selbst kann ich euch auch mal zeigen. Da gibt es normale Monster. Wir sehen zum Beispiel hier ist so eine, was ist das denn, eine Riesenassel, die hat zwei Leben, das heißt man muss halt zwei Treffer landen, sie hat zwei Angriffswürfel, die werden im Prinzip gemeinsam mit unseren gewürfelt und werden dann verglichen und wenn wir sie besiegen, bekommen wir drei Münzen. Dann gibt es ja noch so große, so Zwischenbosse im Prinzip, hier der, was weiß ich, der Skelettchef, der hat zum Beispiel, gegen den dürfen wir keine Waffe einsetzen. Er hat die drei Würfel zum Verteidigen, hat vier Leben. Wenn wir ihn aber besiegen, können wir eine Waffe oder einen Ausrüstungsgegenstand upgraden und dürfen noch einen Loot aus dem Beutel ziehen. Ja, das ist auch eine Sache, wo den Kindern großen Spaß macht, immer wieder mal in diesen schönen Lootbeutel zu fassen oder zu greifen und sich Tränke, Waffen, Schilde oder sonst was rauszuziehen. Insgesamt ist das Spiel, macht mir wirklich großen Spaß, auch mit meiner Sechsjährigen, die hält da jetzt schon locker durch und kennt die Regeln auch gut. Wir haben es jetzt eben, wie schon gesagt, glaube ich, zwei, dreimal mit den Kindern gespielt. Die Kleine mit vier, die steigt meistens so nach einer Viertelstunde aus, ist ihr die Konzentration noch nicht so gegeben. Und bei die Große, die macht das locker mit, die hat da Bock drauf. Dann hatten wir letztens einen ganzen Spieletag hier, wo dann kurzfristig einer noch abgesagt hat. Und dann habe ich beschlossen, ah komm Jungs, wir spielen mal Chroniken von Arvel in einer Erwachsenenrunde. Und die Kleine hat dann einfach mitgemacht und dann haben wir da, ich glaube, eine Stunde, anderthalb mit Regelerklärung für die anderen gebraucht. Und es hat allen wirklich großen Spaß gemacht. Ist wirklich ein super Gateway-Spiel, um Kinder in die Dungeon-Crawler-Welt ein bisschen einzuführen, weil hier das mit dem Ausrüsten finde ich wirklich eine tolle Sache. Das Playerboard finde ich einfach eine grandiose Idee. Es ist so einfach, so simpel gemacht, aber bringt so gerade mit dem hier mit dem Zeug im Rucksack, ja, du kannst so viel reinpacken und was du willst, es muss einfach nur Platz haben. Auch die Goldmünzen und so, finde ich eine super Sache. Top-Material, wirklich nichts zu motzen. Ich glaube, es kostet so 40, 45 Euro um den Dreh rum. Ja, wenn man noch die Mini-Erweiterung, ich weiß gar nicht, ich habe sie jetzt über eBay geholt gehabt, weil ich sie sonst bei keinem Online-Händler gefunden habe. Kostet auch so 7 Euro. Da hat man dann eben die Pets noch dabei und glaube noch hier so, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sind es auch so eine Art Fallen, wo man Verteidigungslinien, wo man machen kann oder aufbauen kann. Haben wir das noch nicht gespielt, aber freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, Arvel.
Und das Ganze hat bei mir eben im First Look eine 8 gegeben. Finde ich wirklich eine super Sache. Habe ich immer Bock drauf, mit meinen Mädels zu zocken. In einer reinen Erwachsenenrunde muss man es auf jeden Fall auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, um dann ein bisschen eine Herausforderung zu haben. Aber mit den Kindern zusammen macht es super Spaß. Von dem kleinen Tower Defense Spiel kommen wir zu einem ganz großen. Der Mark war hier und hat mir Planet Acopalypse präsentiert. Ja, ich habe das Spiel demnach nicht da. Wir haben die Mission Mondbasis gespielt mit dem Höllenhund zu zweit eben, jeder ein Charakter, und haben uns da durchgekämpft. Ja, wie hat es mir gefallen und was hat mir Spaß gemacht? Vorweg, was mir richtig Bock gemacht hat, war die Charakterentwicklung. Die fand ich richtig cool. Wir haben da so ein Tableau und ich glaube, es waren acht Slots. Wir konnten uns immer zu Beginn der Runde so Ausrüstungskarten kaufen, anhand von so, ich glaube, Mutmarkern waren das oder so. Und konnte man sich so, ja, halt einfach wie man wollte. Man hat eine Auslage von Karten und konnte sich halt verbessern in die Richtung. Wenn man die Karte dann auf sein Tableau gelegt hat, wurde dann auch noch ein Effekt getriggert, dass man wieder einen neuen Würfel kriegt oder einen Würfel upgraden kann. Weil man hat hier, ich glaube, es war ein Würfelpool von W4 bis W12. Und man fängt halt mit den W4ern an, in den meisten Fällen. Und man möchte halt höher kommen, weil die Monster halt einen höheren Widerstand haben. Es funktioniert nämlich so: Hat ein Monster einen 6er Widerstand, muss ich, um einen Erfolg zu haben, über den Widerstand würfeln. Das heißt, mit dem W4er und mit dem W6er kann ich da schon nichts machen. Also brauche ich den W8er, W10er oder W12er eben, um da die Wahrscheinlichkeit zu steigern, ihm Schaden zu machen oder überhaupt Schaden zu machen. Ja, am Anfang hat man relativ wenig Würfel. Im Laufe vom Spiel tut man halt sein Tableau immer weiter ausbauen und bekommt dort dann mehr Würfel in den Pool. Und je nach Charakter hat er halt auch Fähigkeiten, um die auch abzugraden und so weiter. Man kann auch noch so, in dem Fall waren das Astronauten und Kosmonauten, sich so, ich sag mal, Hilfsarbeiter oder Schergen. Schergen ist der falsche Ausdruck, Gehilfen einkaufen, die dann die verschiedenen Felder dort bewachen und auch noch ein bisschen Schaden machen. Weil in der, immer glaube pro Runde oder den Rhythmus weiß ich nicht mehr, weil der Marc hat die Regeln eben erklärt, spawnen immer wieder neue Monster. Und dann können halt die Kleinen die auch ein bisschen abfangen, weil halt auch viel so Kleinvieh dabei ist, wo man halt seine teuren Würfel nicht unbedingt dafür ausgeben möchte. Ja. Alles andere ist relativ simpel gehalten, wie schon gesagt, das Kampfsystem, ein Monster hat eine gewisse Lebensanzahl, die meisten eins, die größeren dicken meistens mehr und haben halt einen gewissen Widerstandswert und man muss einfach drüber kommen über den Widerstandswert, um Schaden zu machen. Das ist soweit nichts Neues. Die Miniaturenqualität fand ich so im heutigen Standard eher knapp darunter, also es sind auf jeden Fall Welten entfernt von Simon oder Awaken Realms oder von Descent-Qualität. Da wäre sicher mehr gegangen. Ob sich das lohnt, die überhaupt anzumalen, weiß ich nicht. Zur Mission selber, eben diesen großen Höllenhund, musste man dann irgendwann in die Hölle runter und ihm dann auch eine gewisse Lebensanzahl abnehmen, um das zu schaffen. Das haben wir dann zu zweit mit Ach und Krach geschafft. Ich habe in meinem letzten Angriff, habe ich mich sozusagen geopfert, bin auch gestorben, aber habe ihn mit in den Tod gerissen und Mark hat überlebt und wir haben dann die Mission gewonnen. Würde ich es wieder spielen? Also nur wegen dem reinen Tower Defense Spiel wahrscheinlich nicht. Aber ich fand einfach diese Tableau-Charakterentwicklung, die hat mir richtig viel Bock gemacht, da halt das Beste so rauszuholen, um am effektivsten seinen Charakter einzusetzen und zu skillen. Ich mag es ja immer, wenn man seinen Charakter in einem relativ kurzen Spiel, also von 2 Stunden jetzt, sagen wir mal, oder 2,5 Stunden, so richtig schön weiterentwickeln kann und es nicht über Wochen und Monate geht, wie zum Beispiel bei Gloomhaven oder so. Ich habe es lieber klein und kompakt und beim nächsten Spiel kann ich es dann vielleicht mal anders ausprobieren. Insgesamt hat mir es aber soweit ganz gut gefallen. Ich würde es wieder mitspielen. Und das Ganze hat bei mir im First Look eine 7,5 gegeben. Wie schon gesagt, es ist sicher eine teure Angelegenheit. Auch hier sei gesagt, wer viel Abwechslung will, muss viel zahlen.
Das muss man einfach wissen, dass es die ganzen Nebenquests oder Nebenmissionen, neue Endbosse und so, das kostet alles extra. Es gibt halt einen gewissen Grundsatz in den Grundboxen. Ich brauche es auf jeden Fall nicht in meiner Sammlung. Mir reicht es, wenn der Markt es wieder mal mitbringt und wir das zu zweit zocken. Genug mit Tower Defense. Jetzt haben wir wieder mal die rote Kathedrale aufgebaut. Kam wieder zweimal auf den Tisch in der Zeit. Und kann nur sagen, wir haben schon so viel drüber geredet, ich brauche gar nichts mehr groß sagen, um was es geht. Wir bauen hier gemeinsam eine Kirche, ein bisschen Area Control, wer welche Bauabschnitte hat oder wer am meisten Bereiche hat in dem Bauabschnitt, bisschen Interaktion mit den Verzierungen, die man hier und da platzieren kann. Macht mir immer noch großen Spaß. Ich habe es auch mit neuen Leuten mal wieder gespielt, die es noch nicht kannten, denen hat es auch richtig Bock gemacht. Auch ich habe jetzt, ich näher mich meiner 10. Partie. Muss sagen, macht mir immer noch Spaß, möchte ich immer wieder zocken. Ich finde es einfach wirklich, es könnte im Prinzip der Preis-Leistungssieger 2021 sein, weil für 30 € kriegt man hier ein super Spiel mit tollem Material. Klar, ich würde es jetzt nicht in der Woche 3-4 Mal spielen und das über ein Jahr hinweg, aber so immer wieder mal ein, zweimal im Monat kann man das sicher zocken. Das ist eine Top-Investition, ist bei mir immer noch. Mit einer 8 im Final Look jetzt schon gegeben und gibt es per Kosmos auch auf Deutsch, obwohl das ganze Spiel eigentlich sprachneutral ist. Aber die Rote Kathedrale, es hat einfach dieser Auswahlmechanismus auf diesem Würfelrondell, finde ich einfach grandios. Der macht immer wieder Laune und stellt einen vor neuen Herausforderungen, um Lösungswege zu suchen, die Runde so effizient wie möglich zu gestalten und dann halt seine Ressourcen auf die Baustelle zu bringen und dort frühzeitig alles fertig zu bauen. Am besten, dass die Gegner noch Minuspunkte kriegen und am Ende man hat am meisten Ruhmespunkte hat. Ja, die rote Kathedrale. Dann hatten wir an dem besagten Spieletag, wo wir auch die Chronik von Avil gezockt haben, haben wir auch noch Bunny Kingdom gespielt. Ja, habe ich schon viel davon gehört, noch nie gespielt gehabt. Um was geht's hier? Wir bauen uns ein Königreich mit unseren Häschen auf. Es gibt jede Runde bekommt man eine gewisse Anzahl Karten. Die werden ringsherum gedraftet. Und man probiert sich halt so kleine Königreiche zu bauen. Das funktioniert im Prinzip so, dass auf jeder Karte oder auf den meisten Karten haben wir eine Feldangabe, weil das ganze Brettspiel oder das ganze Brett ist im Prinzip gerastert mit einer Zahl von 1 bis, ich weiß gar nicht mehr, 12, 14, sowas. Und mit A bis J oder so. Und auf der Karte steht dann die Nummer drauf. Und dann könnten wir, wenn wir wollen, dort ein Häschen draufsetzen. Oder je nachdem gibt es auch noch andere Karten. Da kann man dann Burgen hinsetzen. Dann probiert man halt so das aneinander grenzende Rasterfeld zu erhöhen. Da gibt es auch immer dann so Siegpunkte für die Größe. Oder wenn man dort diverse Sachen anbaut, Karotten und ich weiß nicht, was es alles noch gibt, Fisch und so weiter. Und das multipliziert man dann auf die Häschenanzahl, die man dort hat, oder die Burgen, die Spitzen der Burgen zählen auch dazu. Ja, ich bin da total untergegangen. Ich hatte rechts von mir Manfred, links von mir Sebastian. Und egal wie rum wir gedraftet haben, das wechselt man immer pro Runde ab. Ich habe einfach nie die Karten gekriegt, die ich gebraucht habe. Ja, von dem her, ich weiß gar nicht, wer am Ende gewonnen hat. Würde ich auf jeden Fall wieder mitspielen, muss es auf keinen Fall in der Sammlung haben. Hat mir Spaß gemacht, ist mal was Neues. Also so neu ist das Spiel ja nicht, aber die Grundmechanik, sich da sowas zusammenzupuzzeln, habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Und von dem her fand ich das gut. Und deswegen hat Bunny Kingdom bei mir im First Look eine 7 gekriegt. Hat soweit auch allen am Tisch Spaß gemacht und würde wahrscheinlich wieder gespielt werden. Gestartet haben wir an dem Tag aber mit einem ganz anderen Spiel. Und zwar ist es auch schon ein paar Jährchen alt. Ich glaube auch ausgezeichnet worden mit Kennerspiel des Jahres. Und wo, oder auf der Liste auf jeden Fall. Die Rede ist von Istanbul. Manfred hat die Big Box dabei gehabt und wir haben dann dort auch, ich glaube, so ziemlich alles, was man an Erweiterungen reinknallen kann, reingeknallt, damit es ein bisschen nicht so ein seichtes Kennerspiel wird, sondern wir noch ein paar Möglichkeiten mehr haben. Was machen wir? Es ist im Prinzip ein typisches Worker Placement Spiel, wo wir unseren Hauptarbeiter haben und so kleine Untermünzen und wir können uns dann über so eine Map bewegen immer. Und müssen dann immer eine Münze da liegen lassen. Haben wir keine Münzen mehr drunter, müssen wir zum Startpunkt zurück. Und dann sammeln wir wieder alle Münzen ein und können von vorne loslegen. In einzelnen Feldern kann man natürlich unterschiedliche Sachen machen.
Ich weiß gar nicht mehr, was war es? Endzielbedingungen war, glaube ich, wer der Erste, der so und so viel von diesen Kristallen, glaube ich, gesammelt hat. In dem Fall war ich das. Und dann gab es halt alles Mögliche. Man konnte dann so verschiedene Rohstoffe kaufen, die auch tauschen, umwandeln. Es gab ein Gefängnis, wo man so einen Cousin befreien konnte. Den hatte man dann nochmal einen Arbeiter, den man irgendwo dezentral irgendwo platzieren konnte, um dort Sachen zu erledigen. Ist halt schon ein bisschen älter, aber ich fand, es hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Ich muss es jetzt auch nicht in meiner Sammlung haben. Reicht mir, wenn Manfred es hat und er es wieder mal mitbringt. Bei mir gab es im First Look eine 7,0. Ist ein gutes Spiel, macht nichts falsch. Wer halt auf das Thema dann noch steht, auch mit Kaffee gab es auch noch Kaffeebohnen handeln und so, ist hier sicher richtig. Ist sehr modular aufgebaut. Also auch für den Wiederspielwert ist sicher hier einiges gegeben. Dann glüht es ganz schön. Ja, wir haben wieder mal Glow gespielt. Mit zwei neuen Leuten, die es auch noch nicht gespielt hatten. Und die waren danach auch nicht hellauf begeistert und haben eigentlich gesagt gehabt, nee, müssen wir nicht nochmal spielen, weil, ja, weil was? Wo fange ich an? Also Material und Optik müssen wir nicht drüber reden. Tipptopp. Super schöne Würfel. Tolle illustrierte Karten. Ja, spielmechanisch. Also, wo fangen wir an? Was ich gut finde, wir ziehen uns ja pro Runde ein Monster. Oder ein Monster, ein magisches Wesen, so muss man sagen. Und dieses magische Wesen hat Effekte drauf. Wir werfen dann unsere Würfel jede Runde, die immer eine unterschiedliche Anzahl ist. Je nachdem, welches magische Wesen wir nehmen, liegt in der Auslage darüber eine unterschiedliche Anzahl von Würfeln. Das ist das, was in der vorherigen Runde von den Spielern gewürfelt wurde. Weil immer die Zeichen, zum Beispiel das Blattzeichen hier, hab ich das gewürfelt und dann kommt es am Ende zurück auf die Auslage, wie man es hier sieht, zu den Blättern. Und das magische Wesen, wo darunter liegt, wenn ich mir das aussuche, bekomme ich alle Würfel, die in dem Feld darüber liegen für diese Runde. Soweit, so gut. Also was mir richtig Spaß macht, ist, dass man sich jetzt so eine schöne Engine aufbaut. Jede Runde, ich glaube über 8 Runden oder 9 Runden geht es, ich glaube 8 waren es, bekommt man ein neues magisches Wesen dazu mit einer neuen Fähigkeit. Und die ganzen Würfel, die man wirft, kann man dann bei seinen Wesen anwenden und die Effekte triggern, um Siegpunkte zu sammeln und so weiter. Mit den ganzen Würfeln, die man dann geworfen hat, kann man sich dann auch noch über diese Map hier bewegen, um dann auch nochmal Siegpunkte zu sammeln. Also, dieses ganze Ding hier wirkt so aufgesetzt und war innerhalb von 3 Runden für die meisten erledigt. Die waren dann schon hier oben und sonst macht man hier eigentlich nichts. Da hätte ich mir auf jeden Fall viel mehr Spiel gewünscht. Ich weiß, es gibt auch eine Rückseite, die haben wir noch nicht gespielt gehabt. Die werde ich auf jeden Fall fairerweise auch nochmal testen müssen. Mit so Schiffen und den Inseln hin und her fahren. Vielleicht ist das auf jeden Fall besser. Hier ist halt der Glücksfaktor und irgendwie fühlt sich das so einfach an, als ja, brauche ich nicht. Das nächste, was mich richtig, richtig stört, ist die Auswahl dieser magischen Wesen. Der Startspieler darf immer anfangen, der wechselt jede Runde und sucht sich eins aus. Und die anderen Mitspieler haben keinerlei Möglichkeit, hier irgendwie einzugreifen. Und das finde ich recht schade. Hier hätte ich mir irgendwie so einen Draft-Mechanismus wie bei Furnace oder so gewünscht, wo man bieten kann und auch überboten werden kann, um dieses Wesen zu kriegen. Weil teilweise kommen da Konstellationen zusammen. Ich weiß nicht, wer da das Balancing gemacht hat. Und man hat keine Möglichkeit dagegen, was zu machen, wenn der Spieler dran ist und er nimmt sich die Karte, dann hat er sie bis zum Ende vom Spiel und dann ist es so. Das finde ich schade. Grundlegend finde ich die Sache hinten raus mit dem Engine Building und den Wesen richtig toll. Das macht mir Spaß. Alles andere, das Drafting von den Karten und das Bewegen auf dieser Map ist so Nonsens. Das braucht man eigentlich gar nicht. Da könnte man wirklich mit einer Erweiterung viel, viel mehr draus machen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man so Furnace und Glow zusammen einen Mixer haut und dann ein super geiles Spiel rauskommt. So hat Glow bei mir einfach im First Look eine 6 bekommen. Ist nicht schlecht, aber einfach ein Spiel, wo wunderschön aussieht und einen geilen Engine Builder hat, aber der Rest ist einfach irgendwie
Ja, vielleicht bringt die Rückseite vom Spiel ein bisschen mehr. Wenn wir das gezockt haben, werde ich das sicher auch nochmal drüber berichten. Und dann haben wir an dem Abend noch mit Orks den Abend beendet als Absacker. Es ist ein Deckbuilding Tower Defense Spiel. Ich hoffe, ich finde dazu überhaupt ein paar Bilder. Die kann ich dann mal hier einblenden. Das hat auch der Manfred mitgebracht. Wir suchen uns eine Spielerfarbe aus. Die sind ein bisschen asymmetrisch, aber nur in den Startkarten vom Startdeck. Nur minimal. Und dann muss man sich das so vorstellen. Wir haben da mit dem Turm mit 6 Spots. Da platzieren wir unsere Zauberer. Haben unser Startdeck mit 10 Karten. Und ziehen dann 5 wie üblich und können die dann nacheinander ausspielen. Auf den meisten sind so Zaubersprüche drauf. Außenrum um den Turm gibt es in so einem speziellen Raster, in so einem Kegelmuster ist es, haben wir dort dann verschiedene Felder, wo dann eben Monster spawnen. In dem Fall hauptsächlich Orks in groß und klein. Die rennen halt jede Runde auf unseren Turm zu und wir müssen die halt probieren umzublasen. Oder umzupusten mit unserem Zauber. Da gibt es am Anfang einen zielgeführten Zauber, wo auf einzelne Gegner geht. Später hat man dann auch vielleicht stärkere Karten, wo es dann so Flächenzauber gibt, wo man mehrere aufs Korn nehmen kann. Ja, was soll ich sagen? Es war eher. Das Spiel kam gar nicht in Fahrt. Man hat dann noch auf seinem Player-Tableau so eine kleinen. Ja, Engine Build, das ist das falsche Wort. Wenn ich mehr von einer speziellen Sorte umgebracht habe, werte ich das Feld auf und habe so einen dauerhaften Effekt, den möchte man relativ früh haben. Und die Monster und Monster von den ersten Effekten, den ich halt unbedingt haben wollte, die kamen einfach nicht. Der Rest hat einfach noch nichts gebracht am Anfang. Ja, es war relativ zäh. Müsste ich jetzt wirklich nicht nochmal spielen? Ich weiß nicht, Sebastian hat es, glaube auch nicht so zugesagt. Und Manfred hat es mitgebracht, der wollte es auch schon lange wieder mal spielen, aber er hat auch gesagt, die Runde war echt katastrophal, weil es werden immer so Blättchen aufgedeckt am Rand, welche Monsterart wohl kommt. Und die steigen dann halt am Rand vom Brett ein und wandern dann immer, je nach Karte, die es gibt, auch so Eventkarten, dann nach vorne Richtung Turm. Und wenn die halt jetzt so einen Turm erreichen und man hat sie nicht bis dahin umgelegt, tun sie halt, ich weiß gar nicht mehr, was passiert, ich glaube, alle Arten von dem Monster, wo dort anklopft, werden dann wieder aus deinem Pool genommen, weil die sind am Ende vom Spiel Siegpunkte wert. Das Ganze hat bei mir dann einfach eine First Look mit 5 gegeben, möchte ich eigentlich nicht mehr spielen, hat mir wirklich nicht gefallen. Ich mag ja grundlegend eigentlich Deckbilder, aber irgendwie hatte ich immer nicht die passenden Karten oder wenn ich sie endlich mal hatte, war dann so eine Eventkarte da, dass man die Runde nicht einkaufen kann, um sich neue Karten ins Deck zu holen. Und so hat es mich halt ein paar Mal echt derb getroffen in dem Spiel. Und ja, es war einfach, ja, hat keinen Spaß gemacht. Stefan Feld hieß es dann wieder mal an einem Abend. Und zwar hat der Manfred Brügge mitgebracht. Ja, ihr wisst ja, ich bin nicht der größte Stefan Feld-Fan. Hier, wie hieß das andere? Bonfire hat mir schon nicht gefallen und die Burgen von Burgund sollen zwar ein gutes Spiel sein, habe ich bis dato noch nicht gespielt. Kommt noch, aber sieht optisch halt einfach aus wie, ja, muss ich nicht näher erläutern. So, jetzt Brügge. Auch schon ein etwas älteres Spiel von ihm. Aber ich muss sagen, ich war, gut, die Erwartungen waren halt auch nicht wirklich hoch, aber ich war positiv überrascht. Wir bauen so Kanäle und Häuser in Brügge, können diese Häuser, die wir gebaut haben, dann mit speziellen Charakteren, die Effekte haben, Soforteffekte, Permanenteffekte oder wie immer Endspielbedingungen drauf haben, dann in die Häuser einbauen und probieren hier Siegpunkte zu sammeln. Dabei gibt es dann noch eine andere Leiste, wo man immer zu Beginn der Runde anhand der gewürfelten Würfel überlegen kann, ob man aufsteigen möchte oder nicht. Es gibt am Ende auch Siegpunkte. Und wenn man dran ist, hat man auch so, nein, das ist auch noch ein anderer Mechanismus, den ich bis dato nicht kannte. Man hat 2 Stapel mit Karten und wenn man dran ist, kann man sich immer 5 Karten ziehen von einem der 2 Stapel oder auch abwechselnd, je nachdem, was für eine Farbgebung sie haben. Und die Farbgebung ist hier ganz wichtig, um verschiedene Aktionen zu machen. Ich kann zum Beispiel Kanäle bauen und die sind halt farblich markiert und dazu brauche ich dann halt auch die Farbe.
Oder ich kann ein Haus bauen in der Farbe, dann brauche ich auch die Handkarte dazu oder auch einen Arbeiter in der Farbe. Und so probiert man da halt ein bisschen gut zu haushalten und das Zeug hier alles zu bauen. Wir hatten noch die Erweiterung dabei mit diesen Kanalbooten, war das, oder Schiffen. Immer wenn ich einen Kanal gebaut hatte, konnte ich ja noch so eine Bonusaktion oder ein Bonus-Goodie mitnehmen. Das fand ich ganz gut. Also grundlegend würde ich es auf jeden Fall wieder mitspielen. Manfred meinte auch noch, wenn man es in einer größeren Runde spielt, wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt, hat man noch ein bisschen mehr Interaktion und ein bisschen mehr Wetteifern. Auch um die Kanalboote und so weiter und auf den verschiedenen Leisten. Würde ich auf jeden Fall wieder mitspielen. Gab bei mir eine stabile 7, First Look. Bisher mein Lieblings-Stefan-Feld-Spiel. Ja, und zum Abschluss vom heutigen Video gibt es eine Neuheit, die aber neu aufgelegt wurde. Und zwar Port Royal ist auch schon ein paar Jahre alt, hat ein paar Erweiterungen erhalten und kam jetzt, oder sollte letztes Jahr eigentlich schon von Pegasus rauskommen, hat jetzt die Big Box erhalten, gab wohl ein paar Lieferschwierigkeiten insgesamt. Ja, was haben wir hier? Ein wirklich sehr gutes Spiel von Alexander Pfister wieder. Ist ja einer meiner Lieblingsautoren. Wir haben hier ein Push Your Luck Spiel, wo wir im Prinzip und wir haben einen großen Kartenstapel, so muss man das sagen. Und wir sind im Prinzip sind wir ein Schiff und wir draften oder kaufen uns halt manchmal Mitglieder aufs Schiff sozusagen ein oder können auch gegen andere Schiffe kämpfen, je nachdem, wie viele Matrosen wir an Bord haben. Also wir ziehen eine Karte und wir können so viele Karten ziehen, wie wir wollen, bis das erste Mal ein Schiff auftaucht, wo in der gleichen Farbe schon vorhanden ist in der Auslage. Dann haben wir den Kampf sofort verloren, wurden im Prinzip versenkt und alle Karten verschwinden wieder. Ist es nicht der Fall, kann ich jederzeit sagen, ah, ich höre auf. Und dann kann ich im Normalfall eine der Karten, die dort ist, in meine Auslage einkaufen. Die kosten einen gewissen Goldwert und bringen natürlich wieder Effekte mit. Der eine Effekt, den ich gleich am Anfang mir gekrallt hatte, war, dass ich Karten um eins günstiger einkaufe. Dann gab es auch noch den Effekt, wenn nur 3 bis 4 Karten da liegen, kriege ich immer ein Gold. Der Clou ist jetzt hierbei noch, und was auch die Downtime eigentlich Richtung 0 schickt, ja, ist, dass wenn ich mir eine Karte gekauft habe, dürfen alle Spielerei um auch noch eine Karte aus der Auslage kaufen, müssen mir aber sozusagen noch ein Gold extra geben, als weil sie halt bei mir einkaufen. Und so ist man eigentlich permanent gespannt auf dem Tisch am Schauen, was für Karten kommen, kann ich die gebrauchen und nicht. Und so baut man sich halt so seine Mannschaft im Prinzip zusammen, die aus allen möglichen bestehen. Und der Erste, wo glaube ich 12 Siegpunkte hatte, gewinnt dann das Spiel, weil auf den einzelnen Charakteren sind dann auch Siegpunkte abgedrückt. Manche sind billiger, manche sind teurer, manche haben dadurch halt mehr Punkte, manche sind weniger Punkte wert. Super schnell gespieltes Spiel, kann ich auch nur empfehlen. Ich habe das Ganze jetzt hier, glaube ich, für 20er gekauft gehabt. Habe eben schon vor 2 Jahren das mal auf dem Schirm gehabt. Das ist irgendwie damals komplett an mir vorbeigegangen. Das Port Royal und wollte es mir dann holen, habe aber dann gehört, es soll eine Big Box kommen. Es ging es halt so lange, bis es schlussendlich da war. Aber es hat sich auf jeden Fall das Warten gelohnt. Auch das ganze Artwork wurde überarbeitet und ich weiß gar nicht, ob Karten auch überarbeitet wurden. Dazu kannte ich das alte Spiel, ich kann ich nicht sagen. Hat mich aber echt gepackt. Schnell gespieltes Spiel. Ich will es mal probieren mit der Großen, die wird es dann bald 7, ob sie das schon schnaggelt. Mal schauen, werde ich sicher nochmal berichten, wie familientauglich es dann mit Kindern auch ist. Und hat bei mir dann eine 7,5 im First Look gegeben. Ja, ich werde weiterhin drüber berichten. Und dann sind wir auch schon am Ende. Wieder 9 spannende Titel gewesen. Was habt ihr so in letzter Zeit gespielt? Haut gerne mal in die Kommentare, was waren eure Highlights. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.